Donnerstag, 15. Juli, Nachrichten. Teure Ferienart. Billiganbieter sind auf dem Vormarsch. Gesundheitsförderung. Mehr Farbe für sterile Krankenhäuser. Das ist Tele Südostschweiz. Grüezi miteinander. Das Image der Hochpreisinsel Schweiz hält sich hartnäckig und das nicht ganz zu Unrecht. Die Schweiz ist und bleibt das teuerste Reiseland in Europa. Im Schnitt zahlt man für ein Hotelzimmer sagenhafte 180 Franken. Es wird vielfach kritisiert, dass günstige Übernachtungsmöglichkeiten an manchen Orten fehlen. Doch es bleibt nicht nur bei Kritik. Billiganbieter springen in die Bresche und das offenbar mit Erfolg. Der Nobelkurort St. Moritz hat nicht gerade das Image, der günstigste Ferienort sein. Wer in den Nobelhotels übernachten will, muss einiges herblättern. In vielen Ferienorten fehlen günstige Angebote. In diese Bresche springen Bed and Breakfast Hotels und Jugendherbergen. Die haben in den letzten Jahren einen rechten Zulauf gehabt. In St. Moritz baut man nicht zuletzt aus diesem Grund die Jugendherberge aus. Es ist wichtig, dass St. Moritz, gerade St. Moritz, eben auch für das tiefere Preissegment ein Angebot hat. Es sind Jugendliche, es sind auch junge Familien, die später vielleicht dann auch wieder mal zurückkommen auf St. Moritz und dann im 3-, 4-, sogar 5-Sterne-Hotel übernachtet. Ich denke, es ist gut für eine Ferienregion, möglichst ein breites Publikum anzuziehen und anzusprechen. Die Jugendherberg wirbt aber nicht nur mit moderaten Preisen, man gibt sich auch einen grünen Anstrich. 24 Jugendliche aus 3 Kontinenten sind in dieser Woche für die Installation von einer Solaranlage zuständig. Sie machen das gratis und sogar während ihrer Ferienzeit. Es ist schon das dritte Jahr, als ich jetzt das mache und es ist eigentlich selbstverständlich. Also, weil ein Sommer ohne das hätte ich, glaube ich, etwas gefehlt. Und was fasziniert dich speziell an der Solarenergie? Kannst du das sagen? Ich finde es einfach wahnsinnig, wie das funktioniert, dass die Sonne scheint und man nachher kann heiss duschen und Solar kochen und so, das finde ich super. Einerseits interessiert mich die ganze Technik. Ich bin selber mehr oder weniger grün eingestellt und finde es einfach gute Sache, was man hier macht. Andererseits habe ich also eine eigene Motivation, dadurch, dass mir Pfadiheim-Umbau bevorsteht und dort würde ich vielleicht ein ähnliches Projekt auch realisieren. Ja, ich möchte eben gleich mal wissen, wie man das so macht, wie man Solarzellen aufbaut und wie die ganze Technik funktioniert. Und ich finde es ziemlich spannend. Auch als Frau? Ja, als Frau. Ist ja nicht nur eine Männersache, da ganze Energiezeugs. Eine Männersache in dem Fall ist aber die Organisation von dem Projekt. Der Reze Cohen ist Greenpeace-Mitglied und seit 12 Jahren verantwortlich für das sogenannte Jugend-Solar-Projekt. Es ist super, es ist einfach eine Win-Win-Situation, dass jeder hat was davon, die Jugendherberge, Greenpeace, die Umwelt, die Jugendlichen. Und ich denke, es ist einfach ein gutes Projekt. Was gefällt Ihnen am besten hier? Eigentlich alles. De Arbeit, het Kontakt mit den Jugendlichen, Kontakt mit den Partnern, de Bauwoche, de Umgebung, das Essen, alles ist prima. Ab dem 1. Dezember wird die Jugendherberge in neuem Glanz erstrahlen. Mit grün und günstig hofft man preis- und umweltbewusste Gäste anzuziehen.